Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Berührungspunkte. Heute hören wir eine rührende Geschichte von Volker Nies. Nun ist Ostern ja schon eine Weile her, aber ich erinnere mich daran, wie sich mir wieder mal einige Fragen gestellt haben, vielleicht deutlicher als in den Jahren zuvor. Die Antworten auf meine Fragen und Zweifel, die ich in letzter Zeit in Andachten oder Fernsehgottesdiensten gehört habe, haben mir, wenn ich ganz ehrlich bin, nichts gesagt. Oder? Solche Fragen kamen da noch nicht mal vor. Und da kam mir aber nach Ostern plötzlich wieder unsere Jahreslosung in den Sinn. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und da hängt für mich eine Geschichte dran, von der ich gerne erzählen möchte. Im letzten Herbst hatte ich nachgeschaut, was denn die Losung für 2020 wäre. Ich wollte auf jeden Fall ein Lied dazu schreiben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, fand ich also und dachte spontan, ach du Schande, da fällt dir garantiert nichts zu ein. Und so hatte ich den Spruch auch wieder schnell vergessen. Er hatte mich damals nicht berührt. Aber zu Anfang dieses Jahres kamen mehrere Dinge plötzlich zusammen. Beim Abendandacht vorbereiten stieß ich auf einen Text, wo die Autorin meinte, es ginge vielleicht gar nicht so sehr um das Wunder, dass Jesus das kranke Kind eines Mannes heilt, sondern darum, dass der Mann auf Jesu Ausspruch, alles ist möglich dem, der glaubt, genau den Satz unserer Jahreslosung sagt und seinen Unglauben bekennt. Und dass Jesus ihn annimmt und ihm und dem Kind hilft. Diese Deutung hat mich berührt. Und noch etwas hat mich berührt, nämlich, wie unser Pfarrer in seiner Geschichte von den zwei Brüdern gezeigt hat, wie Glaube und Unglaube, wie Zutrauen und Zweifel zusammengehören. Und wie beide wichtig sind, auch der Zweifel, der zum Nachdenken und Forschen führt, zum Suchen und Fragen. Und dass die beiden Brüder, Glaube und Unglaube, auch noch zwei Schwestern haben, die ihnen folgen. Gutes und Barmherzigkeit.
also die Liebe. Der Rest ist schnell erzählt. Mir war klar, dass ich nun das Losungslied schreiben konnte, ja, schreiben musste. Und die Idee war, den Mann in der Bibelgeschichte selbst erzählen zu lassen, was da passiert ist. Und dann habe ich noch eine Berührung gespürt. Zufällig fand ich zur gleichen Zeit eine Skizze, schon Jahre alt. Da hatte ich mein liebstes gregorianisches Kyrie zu einem Rockgroove rhythmisiert und dann liegen gelassen. Und genau das sollte nun zum Refrain des Jahreslosungsliedes werden. Antworten gibt das Lied übrigens auch nicht wirklich. Aber auf welche Fragen gibt es schon einfache Antworten? Gregorianik und Gospel zu verbinden, ist ja eine Idee, die mich schon lange verfolgt, und ich hatte schon ein paar Songs so gestaltet. Aber das hier, so wie plötzlich alle Elemente zusammenkamen, das hat mir selbst wirklich Freude gemacht. Come on.
Gott, öffne mir die Ohren, mach mich hellhörig und aufmerksam, damit ich hören kann, was ich noch nicht verstehe. Gott, gib mir ein vertrauensvolles Herz, das sich deinem Wort und deiner Treue überlässt und zu tun wagt, was es noch nicht getan hat. Gott, ich weiß, dass ich nur lebe, wenn ich mich von dir rufen und verändern lasse. Amen.